Seit über 27 Jahren macht unser nächster Redner, der Markus vom Deutschen Amateurradioclub e.V., macht er sich mit diesen ganzen Themen bekannt und beschäftigt sich damit. Und wie das Ganze eigentlich funktioniert, es gibt lauter Fragen dazu. Also wirklich, was diese elektromagnetischen Wellen alles, was da eigentlich wirklich passiert. Und er hat einen Titel genommen, Spectrum Hacking. Und ich denke, der ist für nicht nur die Jungen, sondern auch andere, etwas ältere Semester interessant. Viel, viel Spaß und begrüßt doch den Markus bitte mit einem Applaus. Dankeschön. So, das Mikrofon funktioniert. Ihr könnt mich hören? Alles klar, gut. Es geht ja um das Spektrum. Das ist ein Ding, so ein bisschen aus der Physik. Und das ist etwas, das heute vielleicht nicht mehr ganz so bekannt ist, denn die heutigen Radios haben keine Skala mehr. Das kennt man heute eigentlich nicht mehr. Trotzdem umgibt uns Funk tagtäglich. Jeder von euch hat täglich mehrere Funkgeräte um sich. Handys, Bluetooth-Geräte, WLAN-Geräte, Laptops. Alles Mögliche, was irgendwie drahtlos ist, benutzt Funk. Das Komische ist, unsere ganze Industrie, unser ganzes tägliches Leben hängt davon ab, wo wären wir, wenn es keine drahtlosen Geräte gäbe. Man könnte sich nicht mehr verabreden, man könnte nichts mehr machen. Und trotzdem kennt sich kaum mehr jemand damit aus. Das ist so ein krasser Widerspruch, weshalb man sich eigentlich mal umso intensiver mit dem Thema beschäftigen kann. Und ich möchte an der Stelle in dem Vortrag mal so ein bisschen eine Einleitung geben. Ich möchte gar nicht so tief reingehen, ich möchte ein paar Beispiele bringen, aber gar nicht so tief reingehen. Trotzdem ist es natürlich ein Thema der Physik und es geht um dieses Spektrum. So, was ist dieses Spektrum? Ich habe den Titel genannt Spektrum Hacking, weil es auch darum geht, sich ein bisschen kreativ mit diesem physikalischen Phänomen auseinanderzusetzen. Was ist also das Spektrum? Das Phänomen, das wir betrachten, ist ein Wechselfeld zwischen elektrischen und magnetischen Effekten. Es ist das sogenannte elektrisch-magnetische Wechselfeld. Es ist ein Wechselfeld, es ist kein gleichförmiges Feld, denn es basiert erstmal auf Wechselstrom oder die Erregung des Felds basiert mit Wechselstrom. Und bei Wechselstrom ist natürlich die Frequenz die Haupteigenschaft. Ich habe geschrieben, aller Anfang ist der Gleichstrom. Also wie schaut dieses Feld aus? Ja, Wechselstrom, Frequenz, Zahlenstrahl wird immer schneller. Wenn sich nichts tut, hat man Gleichstrom, also Elektronen, die von einer Quelle zur Senke fließen. Bei Wechselstrom fließen die immer hin und her, wie aus der Steckdose, da ist das auch Wechselstrom. Ja? Und er geht immer schneller. Es gibt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell das geht. Millionen, Milliarden Mal hin und her, Billionen Mal hin und her, unglaublich schnell. Pro Sekunde. So. Und dieser Zahlenstrahl hat ganz unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem, wo man ihn betrachtet. Wenn man so die ganz langsamen Wechselungen betrachtet, das ist das, was aus der Steckdose kommt. Die mittelschnellen Wechselungen, das ist das, was man dann im Radio hören kann. Noch schneller, da sind irgendwo dann die Handys unterwegs. Dann kommt so das WLAN. Dann kommen die Radargeräte in euren Autos, die Einparkhilfen. Irgendwann kommt dann das Licht. Licht ist Funk. Also, auch Licht ist ein Phänomen des elektromagnetischen Wechselfelds. Wenn wir uns überlegen, wie das so aussieht, ja, wir kriegen ja nicht eine einzige Frequenz mit. In der Steckdose kriegen wir vor allem eine Frequenz mit, nämlich 50 Hertz. Also 50 Wechselungen pro Sekunde. Aber wenn ich jetzt so eine Antenne aufbaue, wie zum Beispiel die da, dann kriegt die alles Mögliche mit. Eine riesengroße Menge an verschiedenen Signalen kommen hier in dieser Antenne an.
So, und da gibt es einen Menschen, der hat sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt, noch lange bevor es Strom gab, nämlich einen Herrn Fourier. Der Herr Fourier war Franzose und war vor allem Seefahrer. Und er hat sich oft das Meer angeschaut und hat dort viele, viele Wellen gesehen und hat sich überlegt, ja, wie kann ich das Meer beschreiben? Und dann hat er gesagt, okay, gut, wenn ich da rausschaue, also ich habe hier ein Bild gewählt von einem Sturm mit relativ hohen Wellen. Aber man sieht da, da sind große, lange Wellen drauf und kleine, kurze Wellen. Und wenn wir uns da den Wind so richtig vorstellen, da kann man sich vorstellen, auch bei kleinem Wind, im Starnberger See ist genau das gleiche, der gleiche Effekt. Da gibt es einmal kleine Wellen und da gibt es dann irgendwann die großen Wellen. Und die kleinen Wellen sind auf den großen Wellen drauf. Und dann kommen vielleicht noch mittelschnelle Wellen daher. Also es ist ein großer Wellensalat. Und der Herr Fourier ist auf die Idee gekommen, dass so ein Wellensalat eigentlich aus vielen Einzelfrequenzen besteht. Ja, und so müssen wir uns das Spektrum auch vorstellen. Das heißt, alles, was da in die Antenne reinkommt, sind verschiedene Einzelfrequenzen. Und die Frage ist, wo sind jetzt diese einzelnen Frequenzen? In welchen Bereichen? Wer benutzt die Bereiche? Wer legt die Bereiche fest? Welche Eigenschaften haben diese einzelnen Signale? Wozu sind sie da? Und kann man die auch sichtbar machen? Und dann zum Schluss, mit welchen Mitteln kann man sie sichtbar machen? Ich habe hier zwei Mittel mitgebracht und dazu kommen wir dann, wenn wir uns mal überlegt haben, was wir da so sehen. Ich habe den Begriff gewählt Spektrum Hacking im Sinn von kreativer Beschäftigung mit dem Spektrum. Auch das Spektrum hat Regeln. Und die möchte ich doch am Anfang noch ein bisschen erklären, denn auch da gibt es Dinge, die sind gut und es gibt Dinge, die sind nicht so gut. Konkret geht es um das nicht öffentlich gesprochene Wort. Wenn ich jetzt da stehe und wir unterhalten uns über irgendwelche Firmendinge meinetwegen und am anderen Ende der Halle steht jemand mit einem ganz super genauen Richtmikrofon und hört uns zu, dann geht ihn das nichts an. Auch wenn man mit einem technischen Mittel zuhören könnte, geht denen das nichts an. Und für die Juristen ist es so, es ist ganz egal, mit welchem technischen Mittel was gemacht wird. Wenn es jemandem nichts angeht, dann ist es nicht okay. Wenn es aber ein öffentlich gesprochenes Wort ist, dann ist es in Ordnung. Dann kann man da zuhören. Ein Beispiel für ein öffentlich gesprochenes Wort ist der Rundfunk. Der Rundfunk ist für niemanden spezifisch bestimmt, also darf man da zuhören. Der Amateurfunk ist auch etwas, das ist für niemanden spezifisch, selbst wenn sich da zwei Leute unterhalten. Aber der Amateurfunk ist per Gesetz das ein öffentlich gesprochenes Wort. Also jeder darf zuhören. Währenddessen der Flugfunk, der geht nur den Piloten und den Tower was an. Und der Seefunk genauso. Und Richtfunkstrecken auch. Und die Feuerwehr und die Polizei sowieso. Das heißt, da müssen wir aufpassen. Das ist das nicht öffentlich gesprochene Wort. Da sollten wir nicht zuhören. Und das Telekommunikationsgesetz sagt, wenn du da vielleicht trotzdem zuhörst, sag es niemandem, verwende es auch nicht für dich. Tu so, wie wenn du es nicht gehört hast. So, und jetzt konzentrieren wir uns mal auf Dinge, die wir hören dürfen. Also, hat das Spektrum Struktur? Wovon geht das Ganze aus? Es sind Wellen, es ist ein physikalisches Phänomen. Und diese Wellen kennen keine Grenzen. Ländergrenzen sind für die Wellen völlig egal. Und das ist der Grund, warum dieses Spektrum auch von den Vereinten Nationen koordiniert wird. Das heißt, die Vereinten Nationen haben eine Unterbehörde, die Internationale Fernmeldebehörde, die ITU. Und die ITU legt fest, wer wo was machen darf. In welchen Frequenzbereichen, also welcher Funkdienst unterwegs sein darf. Zum Beispiel für den Seefunk, zum Beispiel für den Flugfunk, zum Beispiel für den Rundfunk.
Das Ganze wird in die jeweiligen nationalen Gesetze überführt, in Deutschland durch das durch die Vollzugsordnung Funk und durch die verschiedenen anderen Gesetze. So, in der Vollzugsordnung Funk steht dann auch drin, der Flugfunk ist irgendwo über 108 oder 110 Megahertz. Von da bis 140 irgendwas, da sind die Flugzeuge. Da dürft ihr Flugzeuge untereinander und mit den Towern sprechen und euch abstimmen, dass niemand abstürzt. Und bitte sonst niemand. Und von 88,5 bis 108 dürfen alle, die unter die Rechtslage des Rundfunks fallen und so weiter. Und so funktioniert also das. Das heißt, es gibt eine Koordination, welche Bereiche welchen Nutzern wie zugewiesen sind. Primär, das heißt, ein Primärnutzer, der hat das absolute Recht auf diesen Frequenzbereich. Der darf nicht gestört werden und der kann auch einklagen, dass er nicht gestört wird. Wie zum Beispiel der Flugfunk. Wenn ihr mit dem Flugzeug in Urlaub unterwegs seid und irgendjemand macht am Boden halt mal Experimente in dem Bereich, dann habt ihr konkret was dagegen, dass der den Pilotenfunk und diese Koordinationsfunkverkehre stört. Da habt ihr ein wirklich großes Interesse daran. Andere Bereiche, zum Beispiel Experimentalbereiche, der Amateurfunk, da kann man experimentieren, sofern man sich an die Regeln des Amateurfunkgesetzes hält. Es gibt auch Bereiche, die sind quasi freigegeben. Das sind die ISM-Bereiche. Da kann man so mehr oder weniger alles Mögliche einschalten, was man einschalten möchte. Aber da hat auch niemand ein Anrecht darauf, dass man nicht gestört wird. Zum Beispiel WLAN. Keiner hat ein Recht darauf, ein ungestörtes WLAN-Signal zu bekommen. Dafür geht auch WLAN nicht so weit. Wobei, wie weit geht WLAN? 100 Meter? Mehr? Wer ist für mehr? Mehr als 100 Meter? Mehr als 500 Meter? Mehr als ein Kilometer? Mehr als 10 Kilometer? Ja, das sind ein paar Wissende unter uns. WLAN geht so weit, wie man sehen kann. Und wenn man auf der Zugspitze ist und man hat eine Base Station, einen Access Point auf der Zugspitze, dann kann ich im Bayerischen Wald sein und ich logge mich dort ein. WLAN geht so weit, man sehen kann. Das heißt, 160 Kilometer habe ich selber schon gemacht, mit 2 Megabit, hat wunderbar funktioniert. So, also, das sind so diese Themen, wie weit hat man Störungsfreiheit. Wie kann man das Spektrum noch beschreiben? Also die Frequenz ist eine wichtige Eigenschaft. Eine andere Beschreibungsmöglichkeit des Spektrums ist die sogenannte Wellenlänge. Das ist eine ganz einfache Umrechnung. Die Wellenlänge korreliert invers mit der Frequenz. Das heißt, je höher die Frequenz, desto kleiner ist die Wellenlänge. Eine Antenne fürs Auto ist normalerweise ungefähr so 70 cm lang. Das hat einen ganz guten Grund. Weil nämlich die Wellenlänge bei 100 MHz, wo die meisten Rundfunksender sind, etwa 3 Meter ist. Und die Antenne ist in etwa ein Viertel. Wenn ich jetzt dort die Antenne viel länger mache, heißt es auf keinen Fall, dass man die Frequenz besser empfangen kann, sondern die muss in Resonanz sein. Und da haben wir wieder so einen ähnlichen Effekt, den jeder zu Hause kennt, nämlich in der Badewanne. Ich habe eine Badewanne voll Wasser und ich mache in der Badewanne Wellen. Wenn ich schnelle Wellen mache, dann ist die Länge der Badewanne gar nicht hilfreich. Aber wenn ich Wellen mache in einer bestimmten Geschwindigkeit, schwappt das Wasser auf und die Wellen werden immer höher. Das heißt, die Badewanne ist in Resonanz mit der Geschwindigkeit oder mit der Frequenz der Welle. So ähnlich ist es da auch. Das heißt, die Wellenlänge ist eine ganz wichtige Eigenschaft in Bezug auf die Länge oder die Größe der Antennen, die man verwendet. Diese Antenne ist eine relativ kleine Antenne. Die habe ich geliehen bekommen vom Rolf Dieter, der da unten in der ersten Reihe sitzt. Dankeschön. Das heißt, diese Antenne
ist deutlich kleiner als 3 Meter. Das heißt, sie ist in Resonanz für Frequenzen weit oberhalb von 100 Megahertz. Also 100 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Wenn ich jetzt Frequenzen empfangen wollen würde, die deutlich niedriger sind, bräuchte ich eine deutlich größere Antenne. So, welche Frequenzen dürfen wir also in dem Fall im Amateurfunk benutzen? In dem Fall mal zum Basteln. Das ist jetzt mal ein kleiner Auszug von den Frequenzbereichen, in denen wir Experimente machen dürfen. Also 3500 Kilohertz bis 3800, da haben wir eine Wellenlänge von etwa 80 Metern. Das heißt, wenn ich da eine Antenne bauen möchte, dann muss die Lambda-Viertel also etwa 20 Meter lang sein oder 20 Meter hoch sein. Dementsprechend, je höher ich raufgehe in der Frequenz, desto kleiner wird meine Wellenlänge und desto kompakter werden auch meine Antennen. Was ist dort zu finden? Wir finden Signale mit unterschiedlicher Modulation und Bandbreite. Wir finden sehr breite Signale. WLAN-Signale sind teilweise 40 Megahertz breit, aber eben ganz oben, wo so viel Platz ist. Wir finden aber auch sehr schmale, schmalbandige Sender. Und wie kann ich mir die hier anschauen? Eine Möglichkeit ist, ich nehme ein Funkgerät. Hier habe ich ein kleines Funkgerät. Ich habe das eingestellt auf zwei Frequenzen, nämlich 430 MHz und 144 MHz. Auf den Frequenzen findet Amateurfunk statt und da kann ich mich mit meinen Standkollegen absprechen, unterhalten und so weiter. Die Kollegen von der Messeorganisation haben auch ihre Funkgeräte, die sind irgendwo bei 520 MHz. Das heißt, wir können da mal sagen, sag mal da Hallo und dann werden wir ihn bei mir auf dem Laptop auch hören können. So, jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt schauen wir uns mal an, was man mit diesen kleinen Gerätchen da oben alles Schönes machen kann. Das kleine Gerätchen stecke ich nochmal aus, damit ihr auch seht, dass es hier wirklich dran ist. Schaut so aus, kostet ungefähr 10 Euro, 10, 12, 15 Euro. Lächerlich wenig. Also man kann schon mit relativ geringen Investitionen interessante Experimente machen. So, das ist ein Breitbandempfänger mit einem Chip. Der Chip ist bekannt als RTL-SDR, hat nichts mit Radio Television Luxemburg zu tun, sondern der heißt einfach so. Das ist ein Breitbandempfänger von 22 bis 1766 MHz. Und was macht der? Der hat eigentlich zwei Chips drin. Das ist einmal ein Transverter, der holt diese ganz hohe Frequenz und projiziert sie runter in das sogenannte Basisband. Und das Basisband wird dann gesampelt. Was heißt samplen? Samplen ist eine ganz einfache Sache. Abtasten. Jede Soundkarte in euren Computern kann das. Da kommt vorne Wechselstrom rein, also der Mikrofon-Wechselstrom kommt rein und dann wird immer abgetastet, wie hoch ist denn gerade die Amplitude. Und die ist unterschiedlich hoch, je nach Wechselstrom. Und dementsprechend kann man diesen Wechselstrom, der von einer Antenne reinkommt, beschreiben und dann im Rechner weiterverarbeiten. Das Abtasten macht dieser Stick. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein sehr, sehr, sehr schnelle Soundkarte. Was heißt sehr schnell? Sehr schnell ist immer relativ. Das Ding ist schon ganz schön schnell. Das macht 1,8 Mega-Samples pro Sekunde hier eingestellt. Von der Technik her bis zu 3,2. Wir haben bei uns am Stand entsprechende Geräte, die machen 125 Mega-Samples pro Sekunde. Also 125 Millionen Abtastungen pro Sekunde. Und pro Abtastung liefert man das Ding eine Zahl. Also einen riesig schnellen Zahlenstrom. Diesen Zahlenstrom können wir im Rechner verarbeiten und können den entsprechend konvertieren. Und ich zeige euch mal, wie sowas ausschaut. Man braucht also eine Demodulations-Chain und das Programm, das ich hier verwende, ist der GNU Radio Companion, beziehungsweise aus dem Open Source Projekt GNU Radio. Ein paar Blöcke.
Ganz hinten kann man es wahrscheinlich etwas schlecht sehen. So, habe ich hier einen Pointer. Geht der irgendwie? Nee, das ist der Pointer. Schauen wir mal. Okay. Ah, okay, perfekt. Also, ich habe hier einen Block, das ist die Osmocom Source. Ich habe eine Sample Rate von 1,4 Megasamples pro Sekunde. Als Frequenz habe ich hier eingestellt 89 Megahertz. Hier wäre Radio Today. Das heißt, es kommt also ein Zahlenstrom raus mit 1,4 Millionen Zahlenwerten pro Sekunde. Da geht eine kleine Bremse rein. Und von der Bremse direkt in eine Fast-Fourier-Transformation. Hier kommt der Herr Fourier aus der französischen Meeresbeobachtung wieder ins Spiel. Das heißt, hier sehen wir die verschiedenen einzelnen Frequenzanteile. Den Zahlenstrom greife ich nochmal ab, schicke in einen Tiefpassfilter. Vom Tiefpassfilter in einen Wideband Frequency Modulation Receive Block. Da hinten raus kommt ein veränderter Zahlenstrom, den multipliziere ich nochmal mit einer Konstante und dann kommt der Zahlenstrom in meine Soundkarte. Es ist eigentlich keine schwierige Operation, was hier passiert, aber wir können mal schauen, was wir hier alles Schönes sehen können. Ich wechsle jetzt mal das Programm. Das ist also der GNU Radio Companion. Und, Moment. Jetzt muss ich mal den GQRX ausschalten. Huch, was war das? So, okay. Spätestens jetzt ist das Device freigegeben. Hallo? Und jetzt aktivieren wir das Ganze. Also hier sehen wir ein Spektrum. Wir sehen in der Mitte ein Signal. Wir sehen auch ein bisschen oberhalb ein Signal, und zwar 450 Kilohertz oberhalb. Aber der Schwerpunkt ist eben bei 89 Megahertz. Und jetzt schauen wir, ob wir hier was hören können, ob mein Laptop auch was ausspuckt. Vielleicht ganz leise, aber wir machen jetzt einen Trick 17. Nachdem ich hier auf der Seite einen Multiplikator habe, wenn ich also eine Amplitudenbeschreibung habe und ich multipliziere in die Amplitude eine Konstante hinein, die größer ist als 1, dann wird die Amplitude größer. Das heißt, das Signal wird lauter. Und die Amplitude oder die Multiplikation steuere ich an über diesen Slider. Also, wir hören, da kommt was raus. Wunderbar, hat funktioniert. Wir können also sehen, wie da oben das Spektrum ausschaut und über einen Wideband Frequency Modulation Decoder können wir auch das Rundfunksignal von Radio Today, von Peter Bertelshofer, auch ein Funkamateur im Übrigen, wunderbar dekodieren. Jetzt schauen wir mal, was wir sonst noch sehen können in diesem Rundfunkspektrum. Ich habe ja noch einen Slider. Und wenn ich den ein bisschen verschiebe, schauen wir mal, ob da noch irgendwelche größeren Signale drin sind. Ja, man sieht immer wieder was. Ja. Hier ist zum Beispiel ein Signal bei 95,3. Hier haben wir Signale auf die Mitte ungefähr. Ah. Es ist ein bisschen ein Gefrickel jetzt mit diesem kleinen Touchpad. Aber okay, wir sehen auf jeden Fall, so schaut das Spektrum aus im Rundfunkband. Hier haben wir noch ein schönes Signal, schönes, starkes Signal. Bei 100, was ist das? 100,
dürfte 105,7 oder sowas in etwa sein. Da müsste auch ein Rundfunksender sein. Ich schließe mal wieder den GNU Radio Companion. Also, das ist GNU Radio. Das ist ein spannendes Werkzeug. Zum Schluss noch ein anderes Werkzeug, GQRX. GQRX ist auch ein spannendes Programm, mit dem man das Spektrum analysieren kann. Ich habe hier Rüben eingestellt, also etwa 520 MHz. Narrowband FM für kleine, also nicht Rundfunk, FM-Signale, sondern für breite Signale. Und die Kollegen drüben vom Ton, hallo, hallo. Ich hätte eine kurze Bitte. Ich werde jetzt mal GQRX anwerfen. Ihr habt ein Funkgerät auf 520. Habt ihr? Ja. Auf welcher, wo seid ihr ungefähr? 520 in etwa? Okay, ich schalte mal ein, naja, vielleicht sehen wir ja was. Probieren wir es mal aus. Also, so schaut unser Spektrum aus. Kannst du mal bitte auf Senden gehen? Sendest du? Okay, ihr seid woanders. Dann machen wir den folgenden Versuch. Wir gehen auf... ...7,46. So, da müssten wir ungefähr sein mit... Das ist mein Mikrofon. Also... Es könnte sein, dass ich das hier selber bin. Na, 7, 4, 3, 2. Also, 1, 2, 3. 1, 2. Nur ein bisschen höher. So. 0,675. 6, 7, 5. Also wir hören hier eine Rückkopplung. Ich kann mich also wunderbar selber empfangen. Aber jetzt mache ich hier mal leise. Okay, hat geklappt. Schönes Werkzeug. Schalten wir den wieder aus. Ich bin jetzt auch durch mit meinem Vortrag. Ich habe euch gezeigt, wie man das Spektrum analysieren kann, welche Möglichkeiten man auch als Privatmann hat. Man braucht keine großen Sendeanlagen. Für nähere Infos gibt es da drüben den Stand vom Deutschen Amateurradioclub. Da könnt ihr euch im Detail unterhalten. Oder aber da draußen, ungefähr an der Ecke von der Halle, haben wir die große Kurzwellenstation mit 1000 Watt Sendeleistung, 750 Watt eingestellt. So viel jagen wir raus, wenn wir wollen. Und damit können wir über den großen Teich, wir können uns auf jeden Fall mit allen Stationen in Europa da draußen unterhalten. Wir brauchen keine Satelliten. Und in dem Fall auf Kurzwelle funktioniert das sehr problemlos. Das ist eine sehr beeindruckende Station, die da draußen steht. Ja, bedanke mich und jetzt bin ich offen für eure Fragen. Ich verstehe leider gar nichts. Moment, wir müssen es eben kurz. Ja. Kann man da jeden DVB-T-Stick verwenden für diese Geschichte oder braucht man da einen bestimmten Chipsatz? Es gibt bestimmte Chips, die haben irgendwo so eine Lücke drin, aber ansonsten kann man jeden verwenden. Noch eine weitere Frage? Hast du alle Fragen schon abgerundet?
Da hinten. Ich wollte nur fragen, wie schaut es aus mit DVB-T2, also mit dem aktuellen Standard? Ja, DVB-T2, ich weiß jetzt nicht, wie breit das Signal ist. Also diese DVB-T-Sticks, die arbeiten bis 3,2 Megasample pro Sekunde. Das heißt, nach dem Nyquist-Theorem in Echtzeit eine Signalbreite von 1,6 Megahertz. Wenn das DVB-T2-Signal breiter ist, was sein kann, aufgrund der höheren Datenrate, dann braucht man für DVB-T2 einen anderen USB-Stick, neuere. Aber die neueren, die können das auch, was die älteren können. Ja, dürfte in der Beschaffung momentan noch ein bisschen schwierig sein. Ein bisschen näher ans Mikrofon. Dürfte in der Beschaffung wahrscheinlich momentan noch ein bisschen schwierig sein. Die werden aber bestimmt billiger. Noch eine weitere Frage? Nicht mehr? Okay, dann vielen, vielen Dank. Dankeschön.